Turnier in Hamburg ist die Weltranglisten-Erste Monika Seles heute bei einem Attentat verletzt worden. In der Pause ihres Viertelfinalspiels gegen die Bulgarin Magdalena Malejewa wurde die 19-Jährige von einem Zuschauer mit einem Messer in den Rücken gestochen. Um 18.50 Uhr heute im zweiten Satz beim Spiel gegen Magdalena Malejewa, Seitenwechsel für Monika Seles, die Weltranglisten-Erste. Und dann der Schrei. Monika Seles wird von einem Attentäter mit einem Messer in den Rücken getroffen. Die Ärzte sind sofort zur Stelle und Monika Seles wird sofort ins Krankenhaus transportiert. Der offensichtlich angetrunkene Täter, dessen Nationalität noch nicht bekannt ist, hat die Weltranglisten-Erste in den Rücken getroffen. Nach ersten Informationen aus dem Krankenhaus sei die Lunge nicht getroffen worden. Sie könne sich normal bewegen. Der Attentäter wird sofort vom Ordnungsdienst abgeführt. Augenzeuge. Ein erster Befund aus dem Krankenhaus wird in wenigen Minuten erwartet. Ein Schatten liegt über dem Damenturnier von Hamburg. Nach diesem Attentat auf die Weltranglisten-Erste Monika Seles. Der Attentäter beim Abtransport durch die Polizei.